Hallo, danke fürs Wiedereinschalten. Ich bin der Bernd von Wim Maschinen und heute haben wir Wasserwagen für euch. In unserem Fall Solarwasserwagen, kann man natürlich auf viele andere Wasserwagen auch anwenden, was wir euch heute erzählen. Aber wir fahren mit der Marke relativ gut und deswegen erzählen wir euch eben was über die speziell. Wo sind die Unterschiede? Für wem ist was das Richtige? Warum, weshalb, weswegen, das probieren wir euch heute kurz zum Erklären. Und wir werden es im Speziellen mit den Solarwasserwagen machen, wie man da die Unterschiede und so weiter kennenlernt. Warum haben wir Solar? Das sind ziemlich robuste, langlebige und sehr präzise Wasserwagen. Also Solar hat eine von den präzisesten Wasserwagen, was es gibt im normalen Bereich. Deswegen haben wir die eben im Sortiment. Sie haben eine eigens entwickelte Libelle. Sieht man da, die hat eben keinen Strich, sondern ist eben links und rechts grün eingefärbt. Das ist eben ein Eigenentwickeln von Solar. Uns gefällt das relativ gut und es macht auch das Ablesen sehr leicht. Zu den Unterschieden. Fangen wir mal an. Also grundsätzlich, ihr seht links zwei rote, rechts eine silberne und eine goldene. Also sind jetzt mal die Farben, aber natürlich sind nicht nur die Farben der Unterschied, sondern hat jede Wasserwaage was Spezielles. Da haben wir jetzt eben eine Big Red 3. Also eigentlich ist eine Red 3. Und das ist jetzt eben eine Präzisionswasserwaage von der Firma Solar. Das heißt, die hat 0,3 mm Abweichung auf 1 Meter. Also das heißt, wenn ihr jetzt eine 2 Meter lange Wasserwaage habt, dann könnt ihr das auf 0,6 mm genau messen. Die hat eben hinten und vorn so Kunststoffkappen, damit nichts passiert. Also weder ein Werkstück, nur der Wasserwaage. Die hat lustigerweise auch Füße dran, damit man sie legen kann. Wir haben noch nicht genau herausgefunden, warum, aber ja, hat sicher einen Sinn. Die hat eben jetzt eines von den stärksten Profilen bei den Wasserwagen. Das ist 59 mm auf 27 mm. Ups. Wirkt sie dann aber auch im Gewicht aus. Das heißt, die hat 890 Gramm auf dem Meter. Das heißt, das ist 80er. Das heißt, die hat etwas unter ein Kilo. Hätte es 1,20 Meter, hat die ein bisschen über ein Kilo. Was ist bei den Red-Wasserwagen Besonderes? Und zwar, die haben immer drei Libellen. Also nicht wie zum Beispiel diese AZ oder AZB, die was ich da rechts habe. Die hat eben nur zwei Libellen. Die haben eben immer drei. Das ist vor allem bei so lange Wasserwagen recht gemütlich, weil da muss man nicht schauen, dass die Libelle immer auf Höhe ist, wo ich gerade schauen will. Ich habe da jetzt eine Red 3. Dann gibt es eben die Big Red 3. Wo ist der Unterschied? Die Red 3 gibt es von 60 cm bis 1 Meter. Die Big Red 3 gibt es von 120 cm bis 2,40 m. Der Unterschied sind dann diese gummierten Griff, die was ihr da seht. Das hat eben nur diese Big Red. Ich finde es ganz angenehm zum Halten, vor allem eben bei der Länge, das ist 1,80 m. Da macht es schon Sinn. Das sind hochpräzise Wasserwagen, sind die Steckenpferd von der Firma Solar. Und von daher gibt es auch in relativ viel verschiedene Ausführungen. Das heißt, es gibt dann die Red M und die Big Red M. Das sind eben genau diese Wasserwagen, die was dann eben auf der Unterseite Magneten eingesetzt haben, sodass es die auf magnetische Untergründe gut nutzen könnt. Dann gibt es ja auch in einer digitalen Form. Dann hat die eben statt dieser Libelle eben Digital-Display drinnen, mit dem sie es eben auch messen können, das was aber dann auch kompatibel ist mit dem Handy. Das heißt, über Bluetooth ist es dann verknüpfbar. Über das Thema machen wir dann gerne mal ein eigenes Video. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr ausufernd. Was gibt's dann noch? Die Digital-Varianten gibt's dann noch mit einem Laser auf einer Seite. Das heißt, ihr könnt das auf einer Oberfläche gerade abstellen. Und dann seht ihr es genau auf der Wand, wo ist meine Markierung. Das gibt es immer. Dann, zweite rote Wasserwaage, in dem Fall aber kein Red, sondern eine Big X. Das ist jetzt mehr oder weniger die etwas günstigere Variante zur Red und das Big Red. Die hat eben ebenfalls diese relativ massiven Kunststoffkappen, sodass wenig passieren kann. Die hat aber jetzt nur 0,5 mm
auf 1 Meter Messtoleranz. Das heißt, immer noch sehr präzise, aber nicht so präzise wie die Variante. Schmaleres Profil. Das hat jetzt 52 auf 25 mm. Wirkt sich dann einem Gewicht aus. Die hat 630 Gramm auf 1 Meter. Ist dadurch deutlich leichter, ist aber auch etwas weniger stabil dadurch. Die gibt es natürlich auch in die verschiedenen Ausführungen. Also wenn ihr es dann einschaut, die gibt es als Big X und als Big X3. Wo ist da der Unterschied? Diese Big X sind von 30 bis 80 cm. Die haben zwei Libellen und dann ab 80 cm ist es dann eben eine Big X3. Und die gibt es bis 2 Meter auf und die hat dann eben drei Libellen wie die Red Wasserwagen. Da ist dann der Unterschied. Dann zur nächsten. Das ist jetzt eine von den klassischen Tischler Wasserwagen. Das ist eine AZ und die hat eben auch diese 0,5 mm Messtoleranz. Nur mehr leichteres Profil. Das heißt 50 auf 24 mm. Und vom Gewicht her ist sie etwas schwerer als wie die Big X. Dadurch ist sie aber auch stabiler. Also vom Verwenden her ist die stabiler als wie die rote. Gut beschichtet gibt es eben wie bei den anderen Varianten auch in verschiedenen Ausführungen. Das heißt, die gibt es als AZ und AZ3. Die AZ geht eben von 40 cm bis 2 Meter in der Ausführung. Das heißt, mit zwei Libellen. Die AZ3 hat eben dann wieder drei Libellen und die ist eben von 80 cm bis 2,5 Meter. Gibt es auch wie bei der Red-Variante mit Magneten drin. Und zum Schluss die AZ. Das ist dann eine von den günstigsten Varianten und zwar die hat jetzt das schmälste Profil von unseren vier, die was wir da haben. Die hat jetzt eben 49 auf 23 mm und 590 Gramm auf dem Laufmeter. Damit eben eins von den leichtesten und ist halt auf der einen Seite sehr leicht, auf der anderen Seite halt nicht so verwendungssteif wie die anderen Wasserwagen. Gibt es wieder eben als AZB und AZB 3. Das heißt, AZ gibt es von 40 cm bis 2 Meter mit eben zwei Libellen, beziehungsweise dann die AZB 3, wie der Name schon sagt, mit drei Libellen und dann eben von 8 cm bis 2 Meter. Bei der Variante gibt es dann keine Sonderausstattungen. Also kein Digital, kein Magnet, gar nichts. Was ich euch noch zeigen möchte, ist, wie findet man heraus, ob so ein Wasserwag genau ist? Eine sehr, sehr einfache Prüfung, was jeder sehr schnell und leicht durchführen kann, ist das Umschlagen von einem Wasserwag. Das heißt, es legt sich das auf eine halbwegs ebene, halbwegs gerade Fläche und schaut, wo die Libelle im Detail ist. Danach nehmt ihr das Ding, dreht es einmal um und die Libelle muss dann genau im gleichen, also in der gleichen Lage sein wie vorher. Dann ist die Wasserwaage genau, weil dann habt ihr es auf links und auf rechts genau das gleiche. Ist natürlich nicht nur so, auf der Ebene sollte man natürlich auf der genauso machen. Ich habe euch ein bisschen was über Wasserwagen verzünden können. Ich hoffe, es war spannend, auch wenn es ein trockenes Thema ist. Fragen natürlich wie üblich in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.